Mahlzeit und willkommen zu einer neuen Dogfight-Folge. Diesmal in der A6M2N, der Wasserflugzeugvariante der berühmten japanischen Zero. Mit einem aktuellen Battle-Rating von 2.3 ist dieser Flieger den anderen Vertretern der A6M2 um 1.0 im Battle-Rating niedriger, bei gleicher Bewaffnung, aber mit schlechterem Flugverhalten, vor allem wenn man noch ungeübt ist. In den richtigen Händen kann diese Maschine aber ein todbringendes Spielzeug sein für den Feind. In dieser Schlacht hat mir mein Buddy Gewitterhund zugearbeitet, über den Schützengräben von Modstock. Mit diesem Flieger ziehe ich es vor, nicht unbedingt allzu hoch zu klettern, vor allem bei so einer kleinen Karte wie Modstock. Ich pendel mich da meistens zwischen 1500 bis 2500 Meter ein, je nachdem wie tief auf die Wolkendecke hängt. Der erste Gegner, der mir dann auch verdächtig unaufmerksam oder AFK vorkam, macht dann hier auch den Anfang meiner Abschlussserie. Ich bin so nah rangeflogen wie möglich, um nur das Nötigste an Munition zu nutzen und auch den größten Schaden anrichten zu können. Leider ist die japanische Bewaffnung an dieser Maschine nicht die stärkste, aber die Hurricane habe ich ganz munitionssparend vom Himmel nehmen können. Danach habe ich mich weiter in Richtung Hauptgetümmel bewegt. Eine entgegenkommende Hudson habe ich ignoriert, das war mir da ein wenig zu heikel mit der Wasser Zero, zumal da dann noch eine A36 Apache entgegenkam, die weitaus gefährlicher ist. Diese hat es auf ein Head-On angelegt, auf das ich mich mit der Wasser Zero keinesfalls einlassen wollte. Ich bin dann auf den Rücken gerollt, habe etwas runtergezogen und dann die Fassrolle beendet, um eine Bewegung etwas unvorhersehbarer zu machen, so dass die Apache nicht so leicht zielen kann. Im richtigen Moment, als die A36 das Schießen beginnt, rolle ich auf die Seite und ziehe nach rechts um mehr als 180 Grad. Zu meinem Glück folgt der Gegner hier meiner Bewegung, was aufgrund der überschüssigen Geschwindigkeit des Gegners ein grober Fehler ist und auch weil ich das weitaus wendigere Flugzeug habe. Ich ziehe dann hoch und drehe hinter ihm ein. Da mir aber ein Teammate ins Bild fliegt, musste ich eine Millisekunde später schießen, als ich eigentlich wollte und habe mein optimales Schussfenster verpasst. Aber auch bei den Schüssen danach bin ich nicht so zielgenau und verschieße für mich auch eher untypische Salven. Warum, weiß ich selber nicht mehr genau. Eigentlich rate ich von so einem Schussverhalten immer ab mit so kurzen Schüssen, da es so mehr Munition verschwendet, als wenn man eine etwas längere Salve dem Gegner in den Weg legt. Irgendwann habe ich aber dann doch ein Feuer entfachen können und nochmal mit einer kleinen Salve auf dem Flügel meinen Abschuss abgesichert, da hier auch schon ein Haufen Teammates ankamen, um die Apache wegzusnacken, statt sich auf die andere A36 zu stürzen, wie es brav der liebe Gewitterhund hier tut. Da dieser Gegner mir kurzzeitig doch gefährlich nahe kam, ich aber durch die Kommunikation mit meinem Hundi schon vorbereitet war. So konnte ich mit einer gekonnten, leichten Aufwärtsfassrolle ausweichen und direkt auch diesem Gegner eine kleine Salve hinterher schicken, die aber auch leider ins Leere ging. Aber den Rest macht der Gewitterhund hier klar. Ich ziehe zwar noch ein Stück mit, um abzusichern, aber weitere Schüsse waren hier von mir nicht mehr benötigt. Hier spule ich dann etwas vor, nicht über den kurzen Schuss zwischendurch wundern, ich war nur auf die falsche Taste gekommen. Das nächste Ziel war dann erstmal die Yak 1, aber durch den Gewitterhund war ich auch schon gewarnt, dass eine Spitfire sich langsam von hinten nähert. Die kam aber auch schneller als gedacht an, was mich ein klein wenig aus dem Konzept gebracht hatte. Dem Head-On der Yak weiche ich dann aus und hatte kurz die Hoffnung, dass die Spitfire und die Yak sich umarmen. Aber mit einer scharfen Aufwärtskurve bzw. Chandelle im richtigen Moment überschießt die Spitfire, die auch wieder mit zu viel Energie ankam. Ich schaue kurz, wie der Gewitterhund, der hier mal wieder auf Head-On-Modus ist, klarkommt und drehe dann auf die Spitfire ein, die erneut an mir vorbeizieht. Also ich hinterher. Jetzt hat sich hier ein klein wenig Chaos entwickelt, zumal noch eine KI-44 dazugestoßen ist. Die Yak 1 wurde im Head-On mit dem Hundi beschädigt und wurde jetzt von einem Haufen Teammates zerlegt. Immer wieder interessant zu beobachten, wie sich immer ein ganzer Haufen auf angeschlagene Gegner stürzt. Ich und eine weitere A6M2N fokussieren aber die KI-44, die sich hier ganz schön anbietet, indem sie mit vergleichsweise wenig Energie gerade hochzieht. Ich lasse mir Zeit beim Zielen, schätze ungefähr, wie ich vorhalten muss, und verschieße dann eine großzügige Salve, mit der ich den Gegner auch in Brand setze. Dann lasse ich von diesem ab, hab aber noch ein Auge auf ihn, damit er mir nicht noch gefährlich werden kann. Aber dieser Gegner platzt auch recht schnell dann. Die Spitfire wurde auch schon ziemlich übel zugerichtet und wird jetzt noch in Brand gesetzt, was auch für diesen Gegner das Ende dieser Runde bedeutete. Anschließend habe ich mich mit meinem Flügelmann darauf geeinigt, die H6K weiter hinten gegen die A29 zu unterstützen, also springen wir mal zu diesem Punkt etwas vor. Leider kamen wir zu spät, aber jetzt, wo wir schon mal da sind, können wir die A29 trotzdem zerlegen.
Der Hundi hat hier mit seinem Lieblingsangriff einen Head-on der A29 schon gut zugesetzt. Ich hänge mich dann dahinter und verteile nochmal großzügig etwas 7mm Reis, wobei ich dann ziemlich glücklich den Piloten erwische. Der hatte wohl Hunger auf Reis. Jetzt gab es nur drei Gegner. Einer davon war eine Hudson, die mein Flügelmann hier auch direkt angeht. Ich reihe mich dahinter an und wollte es dann diesmal auch mit einem Head-on versuchen. Weil ab einem gewissen Punkt bzw. ab einer gewissen Abschusszahl in einer Schlacht werde ich dann gerne etwas größenwahnsinnig. Aber obwohl alle Sterne hier gegen mich standen und ich eigentlich hätte zerlegt werden müssen, gönnt sich dieser Pilot auch mein 7mm Reis. Und auch dieser Abschuss gelingt, nur diesmal habe ich ein paar Treffer kassiert, aber nichts Gravierendes. Eine kleine Rolle, um das zu feiern, und weiter geht's. Zwei Gegner bleiben noch und ein größenwahnsinniger TIE Fighter hat noch nicht genug. Aber auch mein Glück verlässt mich irgendwann, als ich, dumm wie ich bin, eine B-34 von hinten angreife mit nur noch 7mm Munition. Die B-34 schießt mich auch ganz lässig und elegant in Brand, aber ich versuche noch so viel Munition loszuwerden wie es geht und halte weiter drauf. Ein bisschen Glück hatte ich nämlich noch dabei, da ich nämlich noch das Rückruder dieses Bombers mit ins Reich der Toten genommen habe. Dieser stürzte dann ab und sicherte mir meinen sechsten Abschuss. Manchmal wird dann auch Gier belohnt, selten, aber es kommt vor. Mein Vater hat immer gesagt, das Glück ist mit die Doofen, und hier war es so. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt vielleicht das ein oder andere abgucken können. Feedback etc. gerne in die Kommentare, Anfragen für bestimmte Flugzeuge, die ich mal spielen soll, finden da auch Platz, oder ihr kommt einfach auf meinen Discord, der unten verlinkt ist, da habe ich eine extra Sektion für Wünsche und für Vorschläge. Bis dahin, haut rein, ich treffe euch in der Luft.